Hallihallöchen zusammen und willkommen zum ersten Podcast auf meinem Kanal mit dem lieben Julio, der nach kurzer Abwesenheit wieder zurückgekehrt ist. Kannst du dich mal kurz vorstellen, damit wir dann gleich loslegen können? Genau, also für die Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Julian und ich bin 25 Jahre alt, betreibe auch einen YouTube-Channel, der wahrscheinlich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt sein wird, nehme ich an. Und ja, bei mir seht ihr halt auch Openings, Deck-Profiles oder eben auch mal ein paar Podcasts oder Interviews und ja, noch einiges anderes. Schaut einfach mal rein. Genau. Die Idee war einfach mal relativ spontan, dass wir das machen. Im Verlauf des gestrigen Abends ist mir dann die Idee gekommen, dass ich das eventuell als Format einführen möchte, immer wenn irgendein interessantes oder wichtiges, zumindest in meinen Augen interessantes und wichtiges Set erscheint. Vielleicht mache ich das auch öfter mit dem Julian, falls er Lust hat, falls das hinhaut. Genau, heute soll es um die Legendary Collection 6 oder auch die Legendary Collection Kyber gehen. Genau, es ist ja ein relativ gehyptes Set gewesen, viele lange drauf gewartet. Das Set ist auch relativ groß, besteht glaube ich aus 110 Karten, genau. Wenn ich das jetzt vorhin richtig gesehen habe, genau. Mhm. Es sind einige Reprints drin, die umstritten sind, einige, auf die man sich gefreut hat. Es gibt wirklich unterschiedlichste Meinungen auf YouTube dazu und heute wollen wir einfach mal ein bisschen darüber diskutieren. Vielleicht auch, welchen Einfluss das Ganze auf bestimmte Deckthemen hat, auf bestimmte Preise, auf Kartenmarkt gibt, wie die Optik der Karten ist, etc. Also alles Mögliche. Nicht nur der spielerische Aspekt, sondern hat auch der sammeltechnische Aspekt ein bisschen gemischt. Ich denke mal, für den Spielerin ist dann Julio eher so. Genau, ja. Genau. Und noch ein kleiner Nachtrag dazu. Also das Set beinhaltet 114 Karten. Ich habe gerade nochmal geschaut und davon 53 Ultra Rares und 61 Secret Rares. Und ich glaube, da sind aber die Promos schon dazu gerechnet. Achso, also quasi mehr Secret als Ultras, oder? Das hätte ich gar nicht ja, gedacht. Genau. Genau. Wir wollen natürlich auch über ein paar einzelne sprechen. Nicht über jede, sondern über ein paar, die mir jetzt oder uns jetzt wichtig erscheinen. Und da wäre es allererstes mal der Blue Eyes White Dragon, der wurde ja in vier unterschiedlichen Artworks, soweit ich das beurteilen kann, wurde der geprintet. Das war einmal das LOB-Artwork. Einmal der Meteorit-Kugel mit der Steintafel im Hintergrund und das SDK-Artwork. Genau. Wie empfindest du jetzt den Reprint, dass die schon wieder rauskommen? Tja, also das ist halt für mich eigentlich, da ich ja ein Blue-Eyes-Fan bin, immer relativ enttäuschend. Also ich meine, klar, es ist cool, dass die Karten dann immer billiger werden. Aber für einen Sammler ist das, glaube ich, immer so ein kleiner Schlag ins Gesicht, wenn der sieht, oh Gott, die Karte kriegt ständig neue Reprints, die Karte wird immer weniger wert. Aber generell finde ich halt dieses neue Ultra Rare beziehungsweise das Glitzern des Symbols ziemlich schön und das Leuchten, und deswegen begrüße ich so Reprints eigentlich, weil so die ganzen alten Karten quasi auch ein bisschen modern gehalten werden. Also ich persönlich finde die Optik mit den Sternen, die passen nicht zu jeder Karte. Es gibt Karten, die sehen damit gut aus mit diesem neuen Effekt. Es gibt aber auch Karten, zu denen passt das einfach überhaupt nicht. Mhm. Allerdings sind das natürlich die wenigsten. Also im Allgemeinen sieht es schon sehr, sehr gut aus. Ja, ich frage mich halt auch, was Konami da für preisliche Aspekte berücksichtigt, weil der Blue Eyes mit der Steintafel oder auch mit der Weltkugel, der war ja auch preislich davor schon nicht gerade die teuerste Karte. Ja, nach dem alten Prints, den Reprint in der Kaibertin, den Reprint in Duelist Saga, jetzt haben wir den Reprint, dann kam sie ja nochmal in Kamen raus, in den Legendary in den Legendary Decks war das, glaube ich. Genau. In den ja. zweiten oder dritten, ich glaube in den zweiten war es. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ich denke mal, dass einfach dass das auf den Preis der Originale schlägt, wenn du verstehst, was ich meine. Die Karten werden dadurch einfach vom Preis her und auch vom Sammlerwert her ein bisschen nach unten geschraubt, würde ich sagen, weil man jetzt eben viel leichter an diese Karten herankommt. Ne? Absolut, klar. Wobei ich ja sagen muss, die Money-Karten des Sets sind ja tatsächlich sogar auch Ultra-Rares, also nicht unbedingt die Secret-Rares, ne? Ja, das begrüße ich auch. Dazu komme ich dann auch später nochmal. Ja. Genau. Wobei ich auch noch sagen muss, also ich habe jetzt natürlich auch mit ein paar Kumpels drüber geredet, mit meinen privaten Kontakten. Einige bevorzugen natürlich immer noch die alten Prints. Zum Beispiel wurde ja der Blue Eyes im LOB-Artwork in Secret Rare geprintet, in der Kaibertin. Genau. Und es gibt dennoch welche, die halt lieber die aus BPT haben, weil eben die Sterne da noch nicht glitzern und der Druck eben hochwertiger wirkt, beziehungsweise die Karte einfach älter ist. Aber naja. Ich würde mal sagen, wir müssen das beobachten, was den Preis angeht. Aber Richtig. Ich denke, der wird ganz schön nach unten sausen. Ich denke auch, wobei aber diese Rarity-Aufpushung, sag ich mal,
aus Spielersicht immer ganz schön ist, weil so hat man halt dann auch die Möglichkeit, für relativ wenig Geld sein Deck in High Rare zu spielen. Oder halt auch, wenn Karten davor wie in Landform nur in Common erschienen sind oder in Super Rare, wobei die Super Rare schon unheimlich teuer war und dann noch eine Ultimate, die noch teurer war, jetzt noch einen Secret Prince zu bringen, der dann auch für alle halbwegs bezahlbar ist, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, natürlich, für die Spieler ist das, ich denke mal, das ist auch der Hintergedanke, den Konami da hat. Für die Spieler ist das natürlich gut und das muss natürlich im Prinzip halt auch so sein. Einfach, weil Konami von den Spielern lebt. Konami lebt ja nicht von den Sammlern, da Sammler ihre Karten ja untereinander schachern und nicht über Konami. Ja. Dementsprechend kann ich den Zug von Konami natürlich schon verstehen, aber nichtsdestotrotz ist es halt für Sammler doch ein fader Beigeschmack teilweise. Auf jeden Fall, klar, nee. Da kann man nichts gegen sagen, denke ich. Genau. Was mich jetzt auch gleich zum nächsten Thema bringt, und zwar haben wir ja auch Reprints der Retro-Pack-Secrets, nämlich den leuchtenden blauen Gegendrachen und den Drachenmeisterritter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. So wie den Kaibermann, den gab es ja auch im Retro-Pack. Habe ich irgendeine vergessen? Ich glaube nicht, oder? Das waren die einzigen Das sind auf jeden Retro-Packs. Fall die wichtigsten daraus, wenn. Ja, genau. Gut, ich meine, der ultimative Blauäugige, das war eine Promo aus dem Retro-Pack, der ginge auch aus dem Retro-Pack nicht sonderlich viel. Aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal anguckt, der blauäugige leuchtende Drache, der ging ja am Ende, glaube ich, bis zu 400 Euro aus dem Okay. Retro-Pack. Der Drachenmeisterritter auf Deutsch war auch nicht unbedingt wesentlich billiger. Ich glaube, 250 oder so, roundabout ging der. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit schätzt du jetzt, dass der Preis da sinken wird? Gut, also bei der Sache denke ich, wird der Preis sich also nicht großartig verändern, weil die Leute, die die Sammlerkarten haben, die haben natürlich trotzdem noch den Wert, weil sie eben in diesem Set erschienen sind und das einfach schon unheimlich alt ist und man einfach fast nicht mehr an diese Edition rankommt. Und deswegen denke ich, dass sich da der Preis nicht so großartig verändern wird, aber für Leute, die jetzt irgendwie neu einsteigen mit Sammeln, die jetzt vielleicht nicht das Geld haben, um sich diese teuren Karten zu kaufen, ist das schon ganz gut, denke ich. Ja, das ist auch im Prinzip meine Einschätzung. Also ich denke auch, dass Preise der alten Retro-Pack-Secrets gleich bleiben werden, auch aufgrund ihrer Begehrtheit. Ne? Ich meine, es gibt ja Sammler, die sammeln nur Retro-Pack-Secrets. Ich habe auf YouTube schon einige gesehen. Es gibt ja immer die sammeln nur Ghost Rares, die haben einen ganzen Ghost Rare-Ordner und so weiter. Und es gibt eben auch ziemlich viele, die haben einen Retro-Pack-Ordner, wo halt von Super bis Secret die ganzen Karten drin sind. Und ich denke mal, solche Leute, die kann man dann halt nicht für diese Reprints begeistern. Klar. Wobei ich den Gedanken wirklich interessant finde, dass man die in Secret geprintet hat, weil ich persönlich hätte das nicht gedacht, dass die das machen. Ja? Dass Ja. die Retro-Pack-Secrets in derselben Seltenheit nochmal neu auflegen. Was mich zum Beispiel gestört hat, war dieser Common-Reprint vom leuchtenden blauigen Drachen. Das ist halt Ja? immer schade, sowas. Das sehe ich genauso, ja. Sowas ist schade, nicht, dass die Karte jetzt in Common übermäßig hässlich war, aber bisschen am Preis gemerkt, was die Super Rare angeht, diese Movie Pack Promo. Ich weiß nicht, ob der Preis immer noch gesunken ist, aber kurz danach ist es so um 1,50, glaube ich, gefallen gewesen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich schade. Sowas finde ich einfach, naja. Das ist wohl ein Faktor, den man beachten kann, auf jeden Fall. Aber ansonsten finde ich, die Reprints sind halt für Nostalgiker, die jetzt gerade nicht so viel Wert auf die Z-Edition legen, halt schon ganz cool eigentlich. Also gut, ich persönlich sammle jetzt auch nicht, aber ich habe eine Zeit lang auch mal gesammelt und dann war das eher so darauf angelehnt, hey, ich will alles, was im Anime vorkam, so haben in der Sammlung und da wird es bestimmt noch ein paar Leute geben, die da so ähnlich eh denken. Naja, vermutlich natürlich ziemlich anime gebunden, verbundene Leute dann. Dann gab es ja noch andere Reprints, die auch ziemlich umstritten sind, muss ich sagen. Habe ich auch gestern auf Discord noch lange diskutiert. Und zwar diese Reprints dieser Tournament-Pack-Karten. Es gab ja Anti-Raigeki und Call of the Grave, glaube ich, genauso wie Weißes Loch, die in Secret Rare erschienen sind. Die sind ja, soweit ich weiß, allesamt Super Rares aus ursprünglichen Tournament Packs, die ziemlich teuer sind. Wenn man sich jetzt mal anguckt, Anti-Raigeki in Super Rare, die ging mal eine kurze Zeit, bedauerlicherweise zu dem Zeitpunkt, dass ich sie gekauft habe, um die 500 Euro. Call of the Grave 80 bis 90. Und Weißes Loch, okay, die war ein bisschen bezahlbarer, die war jetzt nicht übermäßig teuer. Ich glaube, irgendwo bei 15 Euro muss sie gelegen sein, 50 bis 30, irgendwie sowas um den Dreh rum. Ja, aber bei Weißes Loch kann man auch direkt sagen, da hat Konami ja direkt sogar auch noch den Namen verändert. Ja, genau. Weiße Fallgrube heißt es. Korrekt, ja, das finde ich auch sehr fragwürdig, warum man sowas macht bei so einer alten Karte, aber das ist halt wahrscheinlich, damit die Karte in bestimmte Themendecks besser reinpasst, damit sie von anderen Karten den Support nutzen können, aber gut. Ja, trotzdem, ich weiß nicht. Irgendwie,
Das weiße Loch oder jetzt die weiße Fallgrube ist ja im Prinzip das Äquivalent zum schwarzen Loch. Eben. Deswegen, man nennt das schwarze Loch jetzt auch nicht schwarze Fallgrube, So oder? ist Das es, ist, ja. ich finde, weiß nicht, diese Namensänderung fand ich richtig dämlich, richtig bescheuert. Ist mir jetzt aber gerade entfallen, dass du das jetzt nicht gesagt hast, ich habe es vergessen. Also ich persönlich muss sagen, die Reprints, die gefallen mir sehr gut. Das hat zum einen den Grund, dass es nicht dieselbe Rarity ist wie aus dem Tournament Pack, sondern eine andere. Und dazu kommt natürlich, dass die jetzt nicht unbedingt begehrt sind. Ja, das sind Karten, die sind momentan nicht unbedingt gesucht aus den Sets. Ne? Nee, klar. Egal. Ja, das ist klar. Das ist halt Sammler-only, weil aus Spielersicht sind die Karten einfach nicht relevant. Gut, damals vielleicht schon eher, weil da waren die Karten sehr, sehr wichtig, gegen die man da quasi mit outen konnte, aber heutzutage aus Spielersicht halt eigentlich komplett uninteressant. Genau, und das ist es eben. Und auch die, wo jetzt heute sammeln, die fokussieren sich dann eben doch lieber noch auf die Original aus dem Tournament Pack. Das heißt, diese Karten sind nicht nur in einer anderen Rarity gedruckt, sondern sind momentan noch relativ unwichtig. Das bedeutet, sie werden entweder billig verkauft oder werden unachtsam zur Seite gelegt, was quasi impliziert, dass die Karten irgendwann auch durch Unachtsamkeit vielleicht kaputt gehen. Was wiederum bedeutet, dass die Chance besteht, dass in einigen Jahren, vielleicht 10, 15 Jahren, auch das sehr seltene Sammlerstücke sein werden. Weil es ist ja meistens so, dass Karten, die relativ oft gedruckt wurden, die nie wirklich Interesse in irgendeinem geweckt haben. Ich sage nur der DDS Blue Eyes, den gab es damals wie Sand am Meer. Die sind dann irgendwann einfach aufgrund der Tatsache, dass sich die Leute anfangen interessiert haben, selten geworden. Natürlich dadurch, dass halt auch einige kaputt gegangen sind, viele kaputt gegangen Ja. sind, dementsprechend auch was wert. Ne? Also da sehe ich ein Potenzial, sage ich jetzt mal. Möglicherweise, ja, kann schon passieren, dass Das ist nur eine Spekulation, muss ja. natürlich nicht. Ja, klar. Muss natürlich nicht eintreten. Genau, aus spielerischer Sicht, was denkst du? Ist das jetzt so? Ist das eher was für Sammler? Ist das eher was für Spieler? Ich kann da jetzt nicht allzu viel zu sagen, aber ich Ja denke mal, gut, das ist auch Respekt. also die drei Karten sind auf jeden Fall nur was für Sammler, würde ich sagen. Seitdem, es gibt ja auch noch einige Retro-Spieler, die tatsächlich nur mit den alten Sachen spielen. Das ist dann natürlich, für die ist das auch eine schöne Sache. Von daher sehe ich das gemischt, aber für die Meta, wo eigentlich ja die meisten Leute vertreten sind, sage ich mal, ist es halt komplett uninteressant. Ja, natürlich die drei Karten schon, aber wie sieht es denn mit ABC zum Beispiel aus? Ich glaube, da ist ja auch. Genau. Ja, also da, also an Genau. sich für die Spielerseite gibt es natürlich einige schöne Reprints hier drin. Und zwar würde ich da vielleicht sogar erstmal anfangen mit den vielleicht bedeutendsten Reprints. Und zwar sind das die ganzen Handtraps, die hier drin sind. Das ist zum einen der Kauz- und Schlossvogel, der vorher nur einen Super Rare Print hatte und einen Rare Print. Und die Karte war da halt schon unheimlich teuer. Die ging, glaube ich, am Anfang in Rare 30 € und Super Rare 34, 35, hat sich dann irgendwann gelegt, dann ist das Ganze 15 € gegangen und jetzt haben wir die Karte halt in Ultra Rare bekommen, das heißt auch mal in schön. Und finde ich gut, dass Konami sich da rantraut und sowas auch macht. Genauso wie Geisterogern Schneehase und der Geisterschnitter und Winterkirschblüten. Wobei ich sagen muss, Geisterogern Schneehase ist auch eine Karte, die ein bisschen tot gedruckt wurde oder geprintet wurde halt. Hätte nicht unbedingt sein müssen, aber die wollten wahrscheinlich da die drei Schwestern einfach komplett geschlossen drin haben, weil dann würde ich nämlich auch schon zum, ja, vielleicht Reprint des Sets überhaupt kommen, der Aschenblüte. Das ist eine Karte, die geht aus dem Set jetzt ihre 39, 40 €. Dass die Karte überhaupt ihren Print da jetzt schon bekommt, kommt für mich sehr halt unerwartet, muss ich sagen. Ich habe damit eigentlich frühestens in den Megatins gerechnet, aber ich begrüße das natürlich. Ja, genau. Auf Ash Blossom will ich später auch noch zu sprechen. Ja. Weil würde ich diese ganze Short-Print oder Nicht-Short-Print-Thematik. Genau, Ghost Ogre wurde natürlich totgeprintet, das stimmt. Der hatte ja seinen Ursprungsprint in Secret, dann kam ein Super Rare Print, dann kam ein Gold Rare Print und jetzt kommt ja nochmal der Ultra Rare Print. Genau. Das ist aber, glaube ich, die einzige von denen, die so totgeprintet wurde. Ne? Das ist, Ja, weiß ich, die gut, anderen. richtig. Also, wobei die Geisterschnitter hat jetzt auch schon ihren dritten Print. Die war der Originalprint, puh, Genau. und dann war der Megatin-Print und jetzt dann der Ultra-Rare-Print. Genau, nach dem Megatin-Print ist der Preis auch richtig in den Keller gesunken. Genau. Und ansonsten sind halt noch spielrelevante Karten in Raigeki, was ich sehr cool finde, oder auch Nummer S39 Utopia der Blitz, der ja auch in Super Rare dann schon seine guten 10, 15 € ging. Und ansonsten haben wir natürlich noch Karten wie Beals oder Beelze, wie man den auch aussprechen mag. Das ist eine schöne Sache. Und ABC ist halt immer fraglich. ABC ist mal Meta, dann wieder nicht, aber ist dennoch für einige Spieler was dabei, denke ich. Vor allen Dingen bei Kauz und Schlossvogel ist es, da geht ja, ich habe letztens dann so Euro. Und das ist ja, ist auch eine relativ seltene Karte, habe ich das Gefühl, weil die kommt ja aus Star Strike Blast ursprünglich. Genau. Und das ist ein Set, ich glaube, das ist aus der 5Ds-Ära das seltenste Set, das man momentan so kriegen kann.
Nochmal so am Rande. Was mich jetzt noch interessiert, diese Dracheneinheiten, die hier drin sind, wurden die überhaupt von Kaiba gespielt? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die aus Five Piece kommen, nicht wirklich Retro sind. Ich glaube, die wurden kurz angeschnitten, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Also da müsste man noch mal schauen, ob müsste man den Anime noch mal durchschauen und gucken, ob die wirklich irgendwo mal aufgetreten sind. Ja, tatsächlich, aber also ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an die erinnern. Also Also ich auch nicht persönlich, ja. genau, absolut nicht. Gut, dann Hat natürlich, ja. genau, da fällt mir gerade noch ein. Eine Karte dürfen wir natürlich nicht unterschlagen, und zwar ist das Card of Demise, die Karte des Untergangs. Das ist natürlich auch ein Reprint, auf den ganz viele Leute gewartet haben. Oh ja, natürlich, auf den habe ich auch gewartet. In Secret muss die Karte echt Bombe aussehen. Genau, ja. Die Frage ist jetzt natürlich, inwieweit sich eben Reprints wie Card of Demise und Raigeki sich auf die Originalprints auswirken werden. Bei Raigeki sehe ich das eigentlich gar nicht so gefährdet, denn es Ja. gibt zumindest in Ultra Rare nur einen weiteren Print und der kommt, glaube ich, aus dem Retro-Pack, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also ich habe jetzt, also ich hatte mal geschaut, das ist jetzt einige Tage her, aber das ist tatsächlich die Secret-Variante. Etwas gedroppt durch den Ultra Rare Reprint. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade aussieht, aber ich meine, dass der Secret Print sich da teilweise verändert hat. Der Secret Print, ja, Genau. okay. Naja, es kommt halt immer auf die Nachfrage an, welche Rarität es am liebsten gespielt wird. Ne? Bei Spiegelkraft ist ja auch in Ultra reprintet worden. Das ist jetzt eigentlich kein Thema mehr, weil die hat ja so oft einen Reprint bekommen, dass alles zu spät ist. Ich glaube, da gibt es 6 oder 7 verschiedene Seltenheiten und davon wiederum 3 oder 4 unterschiedliche Reprints. Ja. Die ist auch schon totgedruckt mittlerweile. Auch den Ring der Zerstörung Reprint finde ich. Gab es vorher auch noch nie, soweit ich weiß. Das stimmt, genau. Aber das ist auch wieder, wird das nicht sogar im Goat-Format noch gespielt? Sowas? Das weiß ich nicht. Also spielerisch kenne ich mich Hm. überhaupt nicht aus. Ja, gut, Goat-Format ist auch von meiner Zeit, aber also die Spielkraft ist ja auf jeden Fall für Goat-Fans auch was Schönes. Und der Ring of Destruction, ich meine, der wurde auch in Goat gespielt, bin mir aber nicht ganz sicher, unter Vorbehalt, und das für auch eine gute Sache. Ja, dann kommen gibt es natürlich auch noch so Reprints. Oder die Risiko Naiva oder wie er heißt. Das sind ja auch Karten, die ursprünglich aus Tournament-Packs waren, genauso wie Exil des Bösen und Kriegereliminierung und so weiter. Und speziell den Papageidrachen finde ich gut, denn den gibt es ja momentan, glaube ich, abgesehen davon, nur in 2 Prints und zweimal aus dem Tournament-Pack 2 in Kamen. Da geht er ungefähr 100 Euro, das ist richtig heftig. Und dann eben noch aus WP11 in Super, da geht er 30 bis 40. Dementsprechend finde ich den Reprint auch relativ gut, wobei er momentan zumindest noch keinen Einfluss auf die anderen Preise hat, seltsamerweise, hätte ich jetzt nicht gedacht. Genau, war das nicht die McDonald's-Promo auch? Nein, McDonald's war die nicht. Das Okay. war nur Tournament Pack. Ach so, okay. Genau. Dann zum nächsten, die neuen Karten, die rausgekommen sind. Es gibt ja 5 Karten, die neu erschienen sind als Promokarten. Genau. Und natürlich nochmal in Secret Rare dann aus dem Booster zu ziehen, was ich jetzt, naja, okay, ich sag's mal so, Zerstörungssache und König des Drachen sehe ich optisch auch lieber in Secret als in Ultra Rare, aber ich finde es halt irgendwie unnötig, dass man Karten, die als Promos dabei sind, gleich nochmal als normale Karten in den Boostern ziehen kann. Ja. Weiß nicht, ist irgendwie ein bisschen verarscht, habe ich das Gefühl, oder? Das stimmt. Also ich als Spieler sehe das so, als das sind halt Lückenfüller, um das Set voll zu bekommen. So sehe ich das. Und irgendwie sind das halt Karten, die halt jeder eh schon hat, wenn er sich das Set kauft. Und ob man die dann halt nochmal in Secret ziehen will, ist fraglich. Also ich würd mich nicht drüber freuen, wenn ich die Karte in Secret bekomme, wenn ich sie bereits in Ultra Rare da liegen habe. Klar, mag der optische Aspekt da eine Rolle spielen, aber ich fühle mich da eigentlich auch in der Hinsicht ein bisschen verarscht. Ja, das ist schon richtig. Genau, bezüglich der Spielbarkeit der Karten, denkst du, dass der König der Drachen irgendwie eine Relevanz in Blue Eyes vielleicht hat? Also König der Drachen kann sicher als One-Off im Blue Eyes ziemlich gut sein. Müsste man ausführlich nochmal testen. Ich habe es mir jetzt selber noch nicht angeschaut, aber ich habe schon ein paar Deck-Profiles gesehen, wo die Karte drin war. Ich habe persönlich auch schon dagegen gespielt online. Da war das gar nicht so schlecht. Aber Blue Eyes wird sich dadurch jetzt nicht irgendwie meta-relevant verändern. Aber es ist sicherlich eine Support-Karte, ja, mit der man arbeiten kann in dem Deck-Thema. Okay, und die anderen 4 Karten, kannst du dazu was sagen? Ich habe mir die effekttechnisch noch gar nicht angesehen. Genau, also Drachenauferstehungsrhapsodie, das ist halt die Karte quasi mit, also zu dem König der Drachen dazu quasi, zu dem neuen Lord of Dida. Das ist halt eine Supportkarte zum Suchen, die ist auch nicht schlecht, vielleicht als One-Off, aber dreimal ist halt auch mal fraglich. Theoretisch muss man es ja auch dreimal spielen für die Konstanz. Muss man alles ausführlich testen. Schleife der Zerstörung, weiß ich jetzt auch überhaupt nicht, was die genau kann von den Promos, das ist die Fallenkarte. Aber die Göttin der süßen Rache finde ich eine Karte, die vielleicht Potenzial hat irgendwann. Ist halt eine Handtrap, gibt aber noch kein Deck momentan, wo die wirklich gut gespielt werden kann, außer vielleicht Herolds.
Aber ansonsten sind die Promos jetzt nicht wirklich außergewöhnlich und überragend. Vielleicht der Zerstörungsdrache noch. Da habe ich auch schon Deckthemen zugesehen, die dann sich nur darauf ausgelegt haben. Ist auch keine schlechte Karte, aber auch nichts irgendwie meta-relevantes. Genau, also zu der Optik von den Promos muss ich sagen, mir persönlich gefällt der König der Drachen extrem gut, Auf jeden Fall. genauso wie der Zerstörungsdrache. Die einzige Karte, die ich da ein bisschen optisch kritisiere, ist die Schleife der Zerstörung, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich sie relativ fantasielos vom Design finde. Ja. Also erstmal die Idee an sich, ne, ist relativ fantasielos. Man hat einfach den Ring der Zerstörung genommen, ihn ein bisschen umgeformt, einen Namen und einen Effekt gegeben. Das finde ich ein bisschen fantasielos, aber ansonsten muss ich sagen, Promo ist doch relativ einzigartig, also für mein Empfinden zumindest. Das stimmt, ja. Also Artwork-technisch haben sie da mal wieder was Schönes rausgeholt, auf jeden Fall. Außer jetzt, Artwork-technisch, ja, auf jeden genau, Fall. Vor ja. allen Dingen den König der Drachen mit der E-Gitarre da. Ich als Metalhead natürlich total hin und weg, Das ist klar, ne? Genau. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch so um die zwei Punkte, die man ansprechen könnte. Und zum einen sind das ein paar Lückenfüller, wie ich finde, die hier drin sind, die ich ein wenig kritisiere. Dazu gehören zum Beispiel sämtliche Karten, die jetzt in Dragon of Legends 3 schon in Ultra rausgekommen sind und jetzt hier wieder rauskommen. Dazu gehört dieses ganze Kralle des Kretias und vor allen Dingen so Sachen wie Tyrannenflügel, die ich persönlich als äußerst unnötig in solchen Sets empfinde. Oder auch den tyrannischen Explodierdrachen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, irgendwie, wir hatten die Karten ja erst vor kurzem. Ja. Das sind meiner Meinung nach einfach Lückenfüller, die so eigentlich nicht wirklich relevant sind. Das sind auch noch ein paar mehr, zum Beispiel Neutronenblitz in Secret und so weiter. Das hatten wir erst letztens aus dem Moviepack und dann aus dem Gold Moviepack. Und ich weiß nicht, da hätte man das Set doch eigentlich ein bisschen kleiner machen. 20 Karten vielleicht oder um 10 Karten und dafür hätte man ein bisschen besser ziehen können, wenn man dann vielleicht auch noch die Secret-Varianten der Promos rausgelassen hätte. Das stimmt, aber da wären wir wieder beim Punkt Konami und Konami ist ja leider auch, was heißt leider, auch ein geldorientiertes Unternehmen und die wollen natürlich, dass die teuren Karten quasi an den Mann gebracht werden und dafür muss man natürlich auch ein bisschen Mist ziehen, um sich natürlich entsprechend viele Boxen zu kaufen, damit Konami den Umsatz erzielt, den sie sich für dieses Produkt halt erwarten. Das ist halt der Punkt, den ich, also ich vermute, dass das der Grund ist. Ja gut, das ist auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall nachvollziehbar, da hast du Ja. recht. Genau. Dann gab es ja auch noch diese Crush Card Virus und wie sie alle heißen, Deckverwüstungsvirus, ansteckende Ausrottungsvirus. Das finde ich auch gut, dass sie da reprintet worden sind. Die hatten jetzt zum Beispiel länger keinen Reprint mehr. Absolut, genau. Aber die letzte Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist eben der Reprint der Hand Traps. Das ist so das Kernthema eigentlich, das für mich persönlich interessanteste Thema, und zwar vor allen Dingen in Ash Blossom. Genau. Die anderen beiden, also Ghost Ogre und die Kirschblüte, die bekommt man ja, also die bekommt man eigentlich öfter, ne? Richtig. Die sieht man öfter mal, wenn man die, aber wirklich, also Ash Blossom ist richtig selten. Konami hat ja verneint, dass es Shortprints gibt. Die sagen, es gäbe keine. Aber vollkommen offensichtlich muss es eine Shortprint sein, wenn man sich die ganzen Openings anguckt und auch Atzen Jens hat schon gesagt, dass er nur 13 Stück gezogen hat, das weiß ich wie vielen Boxen. Da muss also schon irgendwas hinterstecken, hinter diesem Shortprint-Gedanken, ne? Ja, gut, offiziell lautet die Aussage von Konami, es gibt keine Shortprints in dem Set. Wie, inwiefern das stimmt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall auffällig, das ist klar. Und dazu kommt halt noch, dass die Ash Blossom davor die teuerste, meta-relevanteste Karte auch war, die jetzt natürlich im Preis gedroppt ist, aber nicht so viel, wie man vermutet hat. Genau, die geht ja in Ultra Rare aus den die 40 Euro, Genau, richtig mitbekommen richtig, habe. genau. In Secret geht sie, glaube ich, auch ein bisschen mehr, zwar nicht viel, ich glaube 34, 35, irgendwie sowas, Ja, es hat oder? sich tatsächlich wieder 35? verändert. Die geht tatsächlich mittlerweile schon wieder an die 50 bis 55 in Secret. Okay, siehst du, das ist so ein Reprint, wo ich wirklich sage, ich begeistert von bin. Und das hat einen bestimmten Grund. Und zwar zum einen wurde die Karte in einer anderen Rarität geprintet als das Original. Sache, die ich zum Beispiel bei Geisterschnitter kritisiert habe. Ja. Die wurde ja in den Megatins erstmal richtig gespammt in diesen Sets, in diesen Boostern und darüber hinaus in derselben Seltenheit geprintet wie eben das Original des Shining Victories. Genau. Dementsprechend ist natürlich der Preis komplett in den Keller gesunken. Die ging dann irgendwann nur noch 14 Euro oder so. Ja. Und das ist eben hier nicht so. Und dazu kommt, dass die Karte eben nicht gespammt wurde, sondern sie ist, ob Konami das jetzt bejaht oder verneint, man merkt es einfach, es ist ein Shortprint. Die kommt relativ selten vor, sie wird selten gezogen. Das bedeutet, es ist auch, ja, es ist eine gewisse Schwierigkeit,
diese Karte auch zu bekommen. Dementsprechend ist auch der Preis relativ hoch und ein Gegenwert in Form der Seltenheit da, sage ich mal. Deswegen sehe ich auch keine Gefahr für die Secret Rare preislich, auch in Zukunft nicht. Und wenn Konami jetzt nicht anfängt, Ash Blossom in anderen Raritäten und vielleicht irgendwas Promo noch zu spammen oder so, dann wird das auch ein relativ konstanter Preis bleiben. Und das ist die Art von Reprint, die ich persönlich wirklich mag. Ja, ist eine absolute Seltenheit eigentlich. Deswegen habe ich das mal angesprochen, weil das ist für Konami sehr unüblich, finde ich zumindest. Das auf jeden Fall, ja. Für mich als Spieler ist es auch schön, weil man die Karte halt jetzt trotzdem billiger bekommt als davor, weil die ging zu Hochzeiten 80 Euro tatsächlich. Das geht natürlich ordentlich in den Geldbeutel, wenn man dann auf ein Turnier fährt und sich erstmal quasi für 200 Euro ein Playset dafür holen muss, wenn man die spielen will oder eigentlich muss, weil die ja in der Meta gefragt ist. Und dann kriegt man die Karte jetzt, wenn man sie kauft, für 120. Das ist natürlich, also wenn man sich ein Playset halt holt, das ist natürlich schon mal ein enormer Unterschied. Ja, natürlich, wobei man sagen muss, es ist ja mittlerweile 6 oder 5Ds orientiert, wie hoch die Preise damals der Secret Rare waren. Ich sag nur Rabbit Secret oder auch die Fremdenführerin, die ging ja teilweise bis zu 150 Euro Genau. zu den Hochzeiten, da war das schon richtig, richtig übel. Zu guter Letzt vielleicht noch, welche von den drei gefällt optisch eigentlich am besten? Optisch gefällt mir von den dreien tatsächlich der Geister-Oger am besten. Ich weiß nicht, also ich finde, bei den anderen beiden wirkt das Ganze sehr feminin. Und der Geister-Oger ist ja etwas neutraler und spricht mich persönlich am meisten an. Genau, bei mir ist es eher der Geisterschnitter. Ja. Ich persönlich finde das Farbspiel, das ist, weiß nicht, das, ja, es ist feminin natürlich. Ich persönlich bin auch dagegen, dass Konami immer mehr dazu tendiert, solche Anime-Girls als Monster zu machen. Ja. Aber an und für sich muss ich sagen, ich persönlich finde den Geisterschnitter einfach am krassesten. Einfach das Farbspiel erinnert ein bisschen an Yatagarasu, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Und dann mit dieser krassen Sense, ich weiß nicht, das ganze Artwork wirkt so ein bisschen morbid und das gefällt mir einfach. Ash Blossom, ich weiß nicht, die wirkt mir zu asiatisch irgendwie. Und Geisteroger ist natürlich auch cool, aber ich persönlich finde, dass Geisterschnitter die schönste ist und meiner Meinung nach auch eine der schönsten Karten aus Shining Victories, Auf genau. jeden Fall. Ja, genau, also ich hätte dann eigentlich nichts mehr zu dem Set. Weiß nicht, ob dir noch irgendwas einfällt, ob du Genau, noch also ja, sowas. das Letzte, was mir überhaupt noch einfallen würde, wäre, dass für die Gold-Fans natürlich, was wir jetzt vergessen hatten, der Donnerdrache auch endlich mal ein Reprint in Holo bekommen hat, in Ultra Rare. Das ist sicherlich für Genau, die ja. Leute ganz cool, aber ansonsten hätte ich eigentlich auch nichts mehr anzumerken. Genau. Auch die ganzen Vanillas, die jetzt hier rausgekommen sind, zum Beispiel Vollstrecker, finde ich auch cool, dass sowas mal in Ultra rauskommt. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir den Podcast an der Stelle. War nett, können wir öfter mal machen, zumindest von meiner Seite aus. Auf jeden Fall gerne. Und ich schätze mal, je nachdem, wie das Video ankommt, ich sehe das, werde ich dann führen. Und ja, dann bedanke ich mich für den Podcast, Julian. Gerne, Und gerne. wir hören uns mal wieder, ne? Alles klar. Mach's gut. Alles klar. Bis dann. Ciao.